Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unter deinem Schutz und Schirm, Frieden, Gottes Gebärden, verschmäh nicht unser Gebet und unsere Nöte, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glückselige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mutter, unsere Fürsprecherin, erschöne uns in deinem Sohne, empfehle uns deinem Sohne, stell uns vor deinem Sohne. Heiliger Papst, Josef Zehnte, bitte für uns, Maria mit dem Kind Eli, uns allen deinen Segen. Zuerst ein ganz herzliches Grüß Gott an allen. Wir haben uns schon lange nicht mehr in diesem Rahmen gesehen, glaube ich. Es gab immer wieder andere Vorträge und andere wichtige Dinge, wodurch also diese Stunde der Erwachsenenbildung praktisch untergegangen ist. Aber wir wollen das wieder aufnehmen jetzt im neuen Jahr, und zwar mit diesem Thema der Heiligsprechung Papst Josef X. Natürlich, unsere Blicke gehen dann auch auf die Heiligsprechung, die ansteht. Heiligsprechung Johannes Paul II. Und ich möchte auch diesen Vortrag dazu ausnutzen, also einfach um zu dokumentieren, wie früher eine Seligsprechung und eine Heiligsprechung vor sich ging. Und dann wird jeder ein bisschen da das Parallel vielleicht selber machen können. Und man könnte sich fragen, ich war in diesem Jahr, ein Pius-Jahr, wo wir den 100. Todestag begehen, dieses großen Papstes, unseres Patrons, warum sofort mit dem, was am Ende steht, zu beginnen, nicht mal mit dem anfangen können, mit seiner Kindheit, seiner Jugend und so weiter. Das Ende beleuchtet eben dieses ganze Leben. Und ist vielleicht heute auch wichtig, eben diese heilige Papst vorzustellen, da wir im Begriff sind, nicht wahr, neue, in Anführungszeichen, heilige Papste da bald zu haben. Gut, so glaube ich, ist das alles sehr aktuell, was wir heute auch hören werden. Heiligkeit des Papstes Pius X. war schon vor seinem Tod praktisch vom katholischen Volk als sehr anerkannt. Es ist ein vielleicht ein vergessenes Kapitel seines Lebens, dass Pius X. ein ganz erstaunlich großer Wundertäter war. Ich weiß nicht, weiß das jemand überhaupt? Er hat verschiedenen Leuten Dinge vorausgesagt, die eingetreten sind. Das auch, ja. Und er hat sie also auch unterstützt, zum Beispiel eine Ordensschwester. Ja. Aber von Heilungen ist ihm das bekannt. Da gibt es ganze Bänder von Wunder, die Pius X. in seinem einfachen Segen gemacht hat. Und ich will das einfach dokumentieren, also zu seiner Lebzeit. Und das ist vielleicht dann die Verbindung zu dieser Verehrung, die dann nicht ansetzte nach seinem Tod, sondern einfach fortgeführt wurde vom katholischen Volk. Man sah in ihm ein ganz wunderbar, also in dieser großen Gestalt des Papstes natürlich, ein wunderbarer Fürsprecher bei Gott. Ich lese hier nur von Heilungen, die Deutsche erfahren haben. Und Italiener sind ganz zu schweigen, sind es also Dutzende. Im November 1911 spürte eine junge Bayerin, die in das Karmeliterinnenkloster St. Renno eintreten wollte, als Folgeerscheinung einer heftigen Erkältung starke Ohrenschmerzen und Geräusche im Ohr. Der herbeigerufene Spezialist stellte eine Perforierung des Trommelfells
und eine Mittelohrentzündung fest. Er verschrieb Mittel, die jedoch keinerlei Besserung brachten. Die Schmerzen waren zuweilen unerträglich, das linke Ohr war taub, durch die Krankheit eben. Mit dem rechten hörte sie noch, doch nur wie durch eine Wand. An einem Eintritt in den Orden war unter diesen Umständen nicht zu denken. Eines Tages ging das junge Mädchen zur Oberin und sagte ihr, sie wünsche sehnlichst nach Rom zu reisen, weil sie sicher sei, der Heilige Vater werde sie heilen. Das war im Volk verankert. Ihr Wunsch wurde erfüllt. Eines Tages stand das junge Mädchen tief ergriffen vor Pius X. Was wollen Sie von mir? Fragte der Heilige Vater. Ich möchte gerne in den Karmel von San Reno eintreten, aber dem stelle sich ein Hindernis entgegen, die Krankheit, die mich quält. Was für eine Krankheit ist das? Forschte der Papst. Mit tränenerstickter Stimme erzählte ihm die Kandidatin von ihrem Leiden. Und du glaubst, ich könnte dich helfen, heilen? Ja, Heiliger Vater, Sie können es. Heilen Sie mich, ich bitte Sie inständig darum. Der Kummer des armen Mädchens ergriff den Heiligen. Er legte ihr die Hände aufs Haupt und sagte, wenn du glaubst, sei geheilt. Gleich darauf konnte die Glückliche alle Geräusche klar und deutlich wahrnehmen. Die Krankheit war verflogen. Im Audienzsaal war eines Tages ein trauriges Bild zu sehen. Ein gelähmtes Kind, das mit Vater und Mutter aus Deutschland gekommen war, alle drei mit einem Herzen voller Hoffnung. Als Pius X. an ihnen vorbeischritt, und das Kind sah, das auf der Erde lag, fragte er, was es habe. Als er hörte, er sei gelähmt seit Geburt, neigte er sich in väterlicher Zärtlichkeit zu ihm, fasste es an den Händen, richtete es auf und sagte, aber was ist denn das? Auf, du musst gehen. Das Kind stellte sich sofort auf die Füße und war völlig geheilt. Also man könnte also solche Begebenheiten mit solchen Gebinden fortfahren. Jetzt ein 11-jähriges Mädchen hier, das auch vollständig von Geburt aus gelähmt war. Alle Kuren, Medikamente waren wirkungslos geblieben. Es war noch nicht imstande gewesen, nur einen Schritt zu machen, mit 11 Jahren. Da sie überzeugt war, der Heilige werde sie heilen, entschlossen sich die Eltern, die Kleine nach Rom zu bringen. Man trug sie zu einer Audienz in den Vatikan. Als das Mädchen den Ring des Papstes geküsst hatte, sagte es voll lebendigen Glaubens, Heiliger Vater, ich erbitte deine Gnade. Der Herr gewähre dir das, was du wünschst, antwortete Pius X. einfach. Da spürte das Kind, wie es ihm kalt über die Glieder lief. Es erhob sich und ging mit raschen Schritten umher. Voll Dankbarkeit erbaten die glücklichen Eltern ein paar Tage darauf eine Privataudienz, um den Heiligen Vater zu danken. Doch dieser verweigerte die Audienz und sagte, es ist der Glaube, der alles bewirkt. Es ist die Schlüsselgewalt. Das hat er immer gesagt. Also eines Tages hat er eine Schwester, die ihm auch danken wollte, für eine Gebetserhörung gesagt, was glauben Sie denn, wenn ich der Stellvertreter Christi bin auf Erden, da muss ich doch Ihnen helfen können. Also für ihn war das selbstverständlich. Wenn ich die Macht Christi habe auf Erden, dann kann ich auch Leute heilen. Wunder über Wunder wirkte der Papst mit einer Einfachheit und Natürlichkeit, als ob die leichteste Sache von der Welt wäre, und oft scherzte er über diese Geschehnisse, die alle verblüfften. Eine Schülerin in Rom war von einer schweren Knochenhautentzündung an den Fuß befallen und seit fast einem Jahr zu völliger Bewegungslosigkeit verurteilt. Eines Tages brachte man ihr einen Strumpf Pius X. in der Hoffnung, sie werde Heilung erlangen, wenn sie ihn anzöge. Und so geschah es auch, das junge Mädchen zog den Strumpf des Papstes an und war im gleichen Augenblick geheilt.
Das Wunder wurde natürlich dem Heiligen berichtet, der sagte lächelnd, das ist ja erstaunlich. Ich ziehe jeden Tag die Strümpfe an und habe dauernd Schmerzen an den Füßen. Wenn andere meine Strümpfe anziehen, verlieren sie die Schmerzen. Das ist wirklich sonderbar. Ja. Was erst noch erstaunlicher ist, ist, dass er viele Kranken, Todkranke geheilt hat, mit seinem Segen aus der Ferne. Das heißt, man sandte ein Telegramm, in große Not war, nach Rom. Und der Papst hat diese Telegramme sofort beantwortet. Es ging keine 24 Stunden, war die Antwort normalerweise da. Und bei der Lesung des Telegramms vielmal geschah das Wunder. Nur ein Beispiel da aus Indien. Das Bangalore. Die Oberin des Waisenhauses, der Schwester von Canossa, Britisch-Indien, war durch ein chronisches, unheilbares Magenleiden zu einem Schatten ihrer selbst geworden. Sie hatte die berühmtesten Ärzte am Ort, sowie die von Bangalore und Bombay, konsultiert, alle Kuren erprobt, sich zwei Operationen untersucht, doch alles war vergeblich. Am 18. Januar 1914, war so kurz vor seinem Tod, für den Tod Pius X., entschlossen sich einige kleine Schülerinnen und Waisenkinder, die eben die Erstkommunion empfangen hatten, sehr, sehr klein noch, aber mit diesem Indul damals war das was Außerordentliches, dass man schon mit 7 oder 6 die Kommunion empfangen durfte, sich an Papst Pius X. zu wenden und die Heilung ihrer Mutter und Oberin von ihm zu erbitten. Sie schrieben ihm folgenden Brief. Lieber heiliger Vater, nachdem wir das Glück hatten, die Erstkommunion zu empfangen, wünschen wir von eurer Heiligkeit ein Geschenk, die Heilung unserer Mutter Oberin, die seit 15 Jahren krank ist und sich seit ungefähr 12 Jahren nur von Milch ernährt. Wir wünschen sie gesund zu sehen. Wir danken eurer Heiligkeit, dass sie uns Kindern gestattet haben, die erstheilige Kommunion so früh zu empfangen. Wir beten für eure Heiligkeit und singen gern, erbarme dich, mein Gott, des Papstes in Rom. Segnen Sie, heiliger Vater, unsere Schwestern, die Schülerinnen und die weisen Kinder. Ja, und dann folgen unseren Schriften. Der Zustand der Kranken verschlechterte sich unterdessen infolge des Nahrungsmangels und bald kam es zu einem so großen Kräfteverfall, dass man in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar fürchtete, sie werde sterben und ihr die heilige Ölung spenden ließ. Am nächsten Tag erhielten die Schwestern von Bangalore folgendes Telegramm. Rom, 7. Februar 1914, heiliger Vater, spendet gern erbeten apostolischen Segen. Dieses Telegramm wurde der Kranken sofort übergeben, dann ließ man sie allein, weil sich die Schwestern in den Speisesaal begeben mussten. Die Oberin las es und wagte vertrauensvoll den Versuch aufzustehen. Sie kleidete sich an und setzte sich auf einen Stuhl. Als die Schwestern sie außerhalb des Bettes sahen, wollten sie ihren Augen nicht trauen. Und als sie hörten, sie wolle essen, konnten sie ihr Staunen nicht mehr verbergen. Und sie war völlig gesund. Also es ist unwahrscheinlich, was deine Fülle von Gnadenermittlung, sich bei Gnadenermittlung durch die Hände des Papstes einfach durch die Handauflegung oder eben durch seinen Segen gegangen sind. Genau das in diesem Buch nachlesen von Dalgal. Aber es gibt auch andere Bücher, die solche Dinge erzählen. Also war in dem Volk eine große Verehrung für diesen Papst da. Und er starb, da hatte dieser erste, das war der Beginn des Ersten Weltkrieges. Er hatte angeordnet, dass niemand seinen Leichnam berühren durfte. Also gegen die Gewohnheit wurde er nicht einbalsamiert und sehr einfach bestattet. In den Grotten des Vatikans, wie viele andere Päpste auch. Und er setzte dann eine wahre Wallfahrt zum Grab Pius X. ein. Und täglich,
In den ganzen Jahren danach musste man die Ex-Voto-Tafeln dort entfernen. Man hat einfach diese Dankeskundgebung und so weiter, die da lagen am Grab, immer wieder entfernt. Eben, man wollte nicht allzu schnell einen Seligsprechungsprozess oder was anstreben, obwohl das Volk laut danach rief. Also es gibt dann eine ganze, und der, als er starb, hat sich sein Privatsekretär, der Monsignor Besson, die Mühe gemacht, alle Bittbriefe, die er fand, in den, auf dem Büro des Papstes und so weiter, zusammenzuführen. Also es sind dicke Bündel geworden von Bittbriefen aus allen Welt, die um seinen Segen baten. Kranke, Notleidende und so weiter. Was Sie, Herr Dorner, vorhin erwähnt haben, das auch wird reichlich hier dokumentiert, die Seelenschau dieses Papstes. Er hatte also die Gabe der Seelenschau. Das ist ganz interessanten Geschichten, auch voll Humor. Da ist einer seiner privaten Ratgeber, ein ganz berühmter Priester aus Rom, heiligmäßiger Priester, aber der traute sich nicht, Pius X. zu treffen, ohne vorher gebeichtet zu haben. Und eines Tages, nicht wahr, musste er in Vatikan Pius X. treffen und ja, suchte die nächste erste Kirche auf und speicherte beim alten Karmeliter. Und der wurde mit dem Zuspruch nicht befährdet, nicht wahr? Und er zählte die Minuten, der arme Priester, da, weil die Zeit des, der Audienz war da. Und dann bat er letztendlich diesen alten Karmeliter, bitte geben Sie mir jetzt die Lossprechung, ich kann nicht länger warten, ich muss zum Papst. Und dann hat der Karmelit ihm halt die Lossprechung gegeben und er rannte dann, kam völlig erschöpft, im Vatikan an. Ich war um Pius X. empfing ihn dann im Lächeln und sagte ihm, weißt du, nächstes Mal brauchst du nicht zur Beichte zu gehen, bevor du kommst. Nimm dir mehr Zeit für deine Beichte. Da war völlig verblüfft, nicht wahr, dass Pius X. das alles wusste. Da hat er sich gedacht, ja gut, wenn er sowieso alles weiß, brauche ich auch nicht mehr vor Beichten gehen. Gut. Nun zu sagen, dass, ja, das ist vielleicht ein Kapitel, das wir gar nicht kennen, aus diesem erstaunlichen Leben. Und so geht das so, also, dass praktisch nahtlos diese Verehrung nahtlos durch, nicht wahr, nach seinem Tod setzt sie einfach fort. Und am 28. Juni 1923 wird im Petersdom, das ist die Bitte der Kardinäle, aber auch des katholischen Volkes, ein ganz großes majestätisches Denkmal aus weißem Marmor, aus Carrara-Marmor, enthüllt. Das bestaunen wir heute noch in der großen Petersbasilika. Ein Papst, der noch nicht heilig gesprochen ist, nicht mal selig gesprochen wird und doch schon da wie ein Heiliger da steht, nicht mal in einer großen Nische. Das waren Spenden aus der ganzen Welt, die also das ermöglicht haben und damit kommt auch zum ersten Mal wirklich von überall her auch dieser Ruf nach einer Seligsprechung auf. Und interessant, das ist einmalig in der Kirchengeschichte, sind es die Kardinäle, die von ihm kreiert wurden, die den Seligsprechungsprozess postulieren. Das ist immer jemand, der kommt und sagt, ich bitte um die Seligsprechung jemanden. Dann wird das noch gut sehen, wie das vor sich geht. Eine Seligsprechung ist vielleicht interessant. Und das waren in diesem Fall die Kardinäle, die Pius X. selbst kreiert hatte und die praktisch das aus Dankbarkeit und auch Anerkennung, nicht wahr, aus Bewunderung für diesen großen Papst getan haben. Und so konnte er also im selben Jahr 1923 auf Diözesane-Ebene, die könnten die Prozesse beginnen, es war in Treviso, die Diözese, wo er aufgewachsen war, wo er ins Seminar ging und so weiter, und in Rom, nicht wahr, wo er gewirkt hat. Das sind also mehr informative Prozesse,
Und erst wenn diese Prozesse abgeschlossen sind, wird die ganze Sache nach Rom gebracht. Normalerweise vom Bischof der Diözese, der dann den Prozess abschließt, der auf diözesaner Ebene geschehen ist. Ein Informativprozess, wo viele Dokumente gesammelt werden und so weiter. Und dann kommt der apostolische Prozess. Man glaube es mal nicht, aber das Selbstsprechungsverfahren ist viel, viel langwieriger und praktisch fast wichtiger als eine Heiligsprechung. Die Heiligsprechung folgt nach der Seligsprechung ziemlich automatisch, weil man hat dann die Gewissheit und so weiter, es muss nicht mehr viel getan werden. Jetzt ein Wort über das Verfahren der Seligsprechung. Ich glaube, es ist in diesem Rahmen interessant. Die Kirche sagt, als Seliger darf niemand öffentlich verehrt werden, bevor nicht die Kirche über seine Heiligkeit oder seinen Martertod geurteilt hat, und zwar nach geltendem Recht durch den Seligsprechungsprozess. Ganz früher, zur Anfangszeit der Kirche, gab es diese Prozesse nicht. Und das Volk verehrte gewisse Heilige, die Bischöfe haben diese Verehrung praktisch gut geheißen, auf Provinzialebene oder Nationalebene, je nachdem. Und später hat sich also der Kult gewisser Heiligen ausgebreitet, durch Gebetserhöhung und so weiter. Aber sehr bald beginnen Synoden Bestimmungen zu erlassen für die Verehrung von ehrwürdigen Menschen, die im Ruf der Heiligkeit gestorben sind. Und es ist Alexander der Dritte, der 1171 bestimmt, dass es zur Verehrung eines Heiligen der päpstlichen Ermächtigung bedürfe. Also der Papst selbst muss intervenieren und das praktisch gestatten. Und man unterscheidet seitdem zwei Arten der Heilig- oder Seligsprechung. Und zwar, die erste ist einfach eine Anerkennung. Man kann keinen Prozess mehr führen. Zum Beispiel, wir haben jetzt, der heilige Albert der Große wurde in unserem Jahrhundert heilig gesprochen, der Ephrem der Syrer. Das ist weit weg, 600 Jahre, nicht wahr, zurück in der Geschichte. Da kann man keine Zeugen mehr fragen, nicht wahr, das ist alles in der Wüste vergraben. Aber hier tut Rom ein Versagen, wenn also diese Ephrem der Syrer wurde immer verehrt durch die Jahrhunderte und so weiter und so weiter, die Gebetserhöhung und so weiter. Also sie bestätigt diese Verehrung. Rom bestätigt die Verehrung. Das nennt man Beatificatio, Seligsprechung, Equipollens. Es wird einfach urkundlich und gerichtlich bewiesen, dass dieser Person immer eine Verehrung zugedacht wurde. Und der eigentliche Prozess der Beatifikation, das ist das, was wir jetzt sehen, also die Befragung der Zeugen und so weiter. Also, ein wichtiger Schritt wird 1534 da gemacht, in der Art und Weise, selig zu sprechen. Das ist Urban der Achte, der genau definiert, wie da vorangegangen werden muss. Und, man muss also von Rom die Genehmigung zuerst mal erfordern, um überhaupt einen Prozess zu beginnen und so weiter. Und vor Abschluss eines Seligsprechungsprozesses darf niemand mehr selig gesprochen werden.
Also früher haben Bischöfe einfach gesagt, gut, man darf Pascal der Große im Bistum Aachen. Ja. Gut, in Aachen darf man ihn verehren. Gut, das haben Bischöfe da festgestellt, nicht wahr? Aber das wurde dann verboten. Rom hat sich alles praktisch in seine eigene Hand genommen. Er gestattet auch Urban der Achte, dass alle die Heilige, die es ohne Prozess bis dato verehrt wurden, konzilisch verehrt wurden, weiter verehrt werden können. Also er macht praktisch hier Ordnung in der ganzen Sache. Gut. Wie geht man vor? Auf bischöfliche Ebene, wenn zum Beispiel der Herr so und so hier stirbt, nicht wahr? Und jeder ist sehr erbaut von seinem Leben und man bittet zu ihm, es gibt Gebetserhörungen und so weiter. Dann geht man letztendlich zum Bischof, der Stadtpfarrer oder ein paar Priester und sagen, also könnte man das nicht unternehmen, nicht wahr? Das Volk verehrt diese Seele sehr. Beispiel Blandine Märten oder sowas, das Grab wird dauernd belagert und sind viele Gebetserhörungen. Also wird das zuerst mal auf Diözesanebene gemacht, eine Untersuchung. Die bischöfliche Behörde ist dann angehalten, der ganze schriftliche Nachlass des Diener Gottes zu prüfen und nach dem Glaubeninhalt und nach der Sittenlehre. Da darf nichts sein, was nicht im Einklang steht mit dem katholischen Glauben oder der Sittenlehre. Daher müssen sämtliche Schriften, gedruckte und ungedruckte, gesammelt werden und geprüft werden. Das war früher die normale Ordnung. Jetzt beim Papst gibt es eine Schwierigkeit, weil die geheime Akte der Päpste bleiben lange unter Verschluss. Zum Beispiel bei dem Seligsprechungsprozess Johannes des 23., um das zu nennen, wurden seine ganze Geheimakte nicht geprüft. Und das ist eine Irregularität, das ist nicht normal. Und deswegen verlangt auch die Kirche, dass eine gewisse Zeit normalerweise 50 Jahre war früher vorgeschrieben, verläuft, bis es zur Seligsprechung selbst kommt. Gut, der Papst kann dispensieren und diese Zeit verkürzen. Das hat auch Pius XII. Gemacht gegenüber Pius X. Und er hatte seine Gründe dafür. Zweitens, über den Ruf der Heiligkeit, der Tugenden, der Wunderkraft oder des Martyriums, der in der Öffentlichkeit weitere Kreise gezogen haben muss, führt der Bischof oder sein Vertreter den sogenannten Informativprozess, und zwar innerhalb 30 Jahren nach dem Ableben des Dieners Gottes, damit nur Augenzeugen da seien. Dann spricht das kanonische Recht, das ehemalige, von Hindernissen, die einen solchen Prozess ein jähes Ende bereiten könnten. Betrug, gewisse Betrüge, zum Beispiel bei Stigmatisierten, zweifelhafte Gesichte, Privatoffenbarungen, die merkwürdig sind und solche Sachen. Da sagt die Kirche Stopp, auf Wiedersehen. Es muss also sehr lauter, sehr einsichtig, sehr deutlich sein. Endlich hat der Bischof durch den Prozess festzustellen, dass dem Diener Gottes noch keine öffentliche Verehrung zuteil wurde. Gut. Erst nach diesen Vorarbeiten ist der Weg zum apostolischen Prozess frei. Dann wird die ganze Sache nach Rom gebracht. Die Ritenkongregation in Rom prüft durch wenigstens zwei Theologen den Inhalt sämtlicher Schriften, sodann durch Konsultoren die Gültigkeit des Informativprozesses sowie den Ruf der Heiligkeit und so weiter. Und bei günstigem Ergebnis unterzeichnet der Papst das Dekret der Introductio der Causa. Also es wird gestattet, dass mit dem eigentlichen Prozess in Rom beginnen werden kann. Da beginnt der eigentliche Prozess. Das ist eine ziemlich
große Sache, wer da alles mit zu sprechen hat und so weiter. Also werden die Personen bestimmt, die da mit, die Richter und so weiter, das analysieren. Zunächst steht der Ruf der Heiligkeit, der Wunderkraft, des Machtertodes noch einmal zur Prüfung. Gefordert werden wenigstens 8 Zeugen. Dann werden die Tugenden und Wunder im Einzelnen behandelt. Zum Abschluss dieses zweiten Teiles findet die Untersuchung des Grabes und Leichnams statt. Das ist dann, wenn also diese zwei ersten Tanzen vorbei sind und immer noch das Ergebnis positiv ist und man der Meinung ist, es lohnt sich für die Erbauung der Gläubigen oder für das Wohl der Kirche, wird dadurch weitergefahren, dass man eben das Grab öffnet und den Leichnam untersucht. Das war auch zum Beispiel der Fall bei vielen, vielen Heiligen. Ich war bei der Heiligen Bernadette, hat man 1909, so nach 30 Jahren nach ihrem Tod, dieses Grab geöffnet. Es war ein sehr modriger Ort, sehr feuchter Ort. Und als die Arbeiter da den Sarg rausholen wollten, zerfiel er. Das Holz war so morsch, dass es zerfiel, aber der Leichnam war unverwest. Biegsam und so weiter. Das Brustkreuz, was sie hatte, war verrostet. Ihre Kleider waren vermodert. Also das vielmal ist dann nochmal eine Bestätigung, ich war der Heiligkeit eines Verstorbenen, wenn sowas auftritt. Gut. Nach Prüfung aller Prozessakten Rom legt der Kardinal, der die ganze Sache praktisch unter sich hat, 3 anderen Kardinäle und so weiter, die Frage vor an Constet, de Validitate und so weiter. Und nach päpstlicher Gutheißung ergeht das Dekret über die Gültigkeit des Prozesses. Das ist noch nicht fertig. Dann wird zuletzt noch die Erörterung über den heroischen Tugendgrad vorgenommen. Also die Kirche nennt nicht irgendwen einfach so heilig oder selig, weil diese Personen werden im katholischen Volk als Beispiele, nicht wahr, dargestellt, der Heiligkeit. Also will auch die Kirche wissen, ob diese Diener Gottes eben die Tugenden heroisch geübt hat. Und endlich verlangt die Kirche auch Wunder, die nach dem Tod des Dieners Gottes auf seine Fürbitte geschehen sollen. 2 Wunder bei einem normalen Prozess, 3 bei einem Prozess, von dem wir vorher gesprochen haben, wenn es nur darum geht, eine Verehrung, die im Volk da ist, seit undenklicher Zeit, zu bestätigen. Bei gewissen Fällen, bei Märtyrern oder mal bei Ordensgründern und so, kann der Papst von einem Wunder dispensieren. Gut. Ja. Die Seligsprechung, und dann schreitet man zur Seligsprechung und Prozess, natürlich zur Seligsprechung selbst, nicht wahr? Und das wird in Rom selbst vorgenommen. Also seit etwa 2 Jahrhunderten war es üblich, dass nur in Rom, und zwar im Petersdom, die Seligsprechung und die Heiligsprechung stattfinden. Johannes Paul II. Hat damit gebrochen und in der ganzen Welt, ich war Leute selig und heilig gesprochen. Die Seligsprechung hat provisorischen, das ist wichtig, nicht unfehlbaren Charakter und zielt auf die Heiligsprechung hin. Sie gestattet nur eine nach Ort in der Heimatdiözese oder im gewissen Orden und im begrenzten Umfang eine beschränkte Verehrung.
So können Selige nicht zu Patronen von Kirchen und Ländern erhoben werden, wenn es nicht eigens erlaubt wird. Es steht in ihnen auf Bildern nicht der Nimbus zu, sondern bloß die Gloriole, so ein kleiner Strahlenkranz über ums Haupt. Gut. Also es ist nur bis jetzt örtlich, ja, es ist noch nicht für die ganze Kirche. Während, das ist die allgemeine Auffassung der Kirche, vielleicht auch wichtig hier, die Heiligsprechung, ein feierliches und endgültiges Urteil des Papstes als des unfehlbaren Lehres der Kirche über die Heiligkeit eines Dieners Gottes auf Erden oder dessen Märtyrertod und über seine Verklärung im Himmel, das einen Ausdruck findet in der Einreihung in das Verzeichnis der Heiligen. Also die Kirche nimmt an, dass hier der Papst im Charisma seiner Unfehlbarkeit spricht, wenn er jemanden in dieses Verzeichnis aufnimmt. Das Verzeichnis nennt man Kanon, deswegen auch das Wort Kanonisation, Aufnahme in dieses Verzeichnis der Heiligen. Selig sprechen dürfen auch andere oder auch nur der Papst? Ja, das hat es schon gegeben, nicht wahr, dass der Papst das delegiert hat an Bischöfe. Gut. Für die Heiligsprechung sodann, wir werden sehen, dass beim Pius X. Es sehr, sehr schnell ging. Sie sind 51 selig gesprochen, 54 dann schon heilig gesprochen. Ja. Werden nochmals zwei oder drei vom Heiligen Vater beglaubte Wunder erfordert. Und der Prozess ist schon lange nicht mehr so anstrengend. Man meldet einfach die Wunder mit der Bitte um Wiederaufnahme des Prozesses und dann wird praktisch dieser Prozess, der geführt wurde, für die Seligsprechung nochmal überprüft und die Wunder untersucht. Das war früher eine sehr langwierige Sache, die Wunder zu überprüfen. Das ging durch eine dreifache Instanz. Heute wird das alles viel, viel leichtsinniger gemacht. Gut, die Heiligsprechung fand früher normalerweise in St. Peter statt, wenn eine große Prozession mit der Standarte des Heiligen von der Kapelle Sistina nach St. Peter, in der dreimaligen Bitte um Heiligsprechung aller Heiligen Latanei, Miserere, den Creator, formeller Akt der Heiligsprechung, Te Deum, Anrufung des neuen Heiligen und päpstlichen Segen. Nach allgemeiner Ansicht der Theologen ist die Kirche unfehlbar in ihrem Urteil über die Heiligkeit und himmlische Glorie des betreffenden Dieners Gottes. Zwei Dinge. Man hat immer gesagt, ja, wir sind zweideutige, zweifelhafte Heiligsprechungen. Wie kann man das erklären, nicht wahr? Dann haben sie einige gesagt, ja, gut, es ist einfach so, dass der Papst sagt, er ist im Himmel. Fertig. Nein, also die Heiligsprechung sagt normalerweise mehr aus. Es sagt, dass er in der himmlischen Glorie ist und dass er eben heilig ist. Dass er also einen besonderen Tugendgrad hat. Gut, für die Heiligen, die tragen dann den Titel Sanctus, können einen Heiligenschein tragen. Öffentliche, örtlich uneingeschränkte liturgische Verehrung der Messe im Brevier. Die Reliquien dürfen verehrt werden. Kirchen dürfen ihren Namen tragen. Kapellen, Altäre. Dürfen Patrone sein von ganzen Ländern, Provinzen, Diözesen und so weiter. Die erste geschichtlich geglaubte Heiligsprechung ist die, das ist für uns hier interessant, die des Bischofs Ulrich von Augsburg durch Johann XV. Am 11. Juni 993. Also das erste Mal, dass ein Papst praktisch feierlich erklärt. Vorher war es eben durch die Verehrung des Volkes, der Diözesen, und das wurde einfach bestätigt. Gut.
Anfangs wurden viele Deutsche kanonisiert. Simeon von Trier, nicht weit von uns, ist bekannt, heute noch gibt es diese Zelle, wo er gelebt hat. Sturmius von Fulda, also Simeon von Trier 1041, Sturmius von Fulda 1139, Godebart und Bernwacht von Hildesheim. Es war die Zeit eben, wo das deutsche Kaisertum sehr präsent war in Rom. Heinrich und Kunigunde wurden 1152 bzw. 1200 heilig gesprochen. Otto von Bamberg 1188. Die letzten kanonisierten Deutschen sind, also ich spreche jetzt vorkonziliar, Clemens Meyer Hofbauer 1909 vom Papst Julius X. eben, Petrus Canisius 1925 und Albert der Große 1931. Ja, ausnahmsweise werden ganze Gruppen von Seligen oder auch von Märtyrern kanonisiert. So zum Beispiel 26 japanische Märtyrer 1862 oder 8 kanadische Märtyrer 1930 und so weiter. Jetzt ein kurzes Wort über das Verhältnis der Heiligsprechung früher und heute. Das wissen Sie vielleicht. Aber wir könnten mal einfach schätzen lassen, nicht wahr? Also seit diese Regelung 1537 bis Johannes Paul II., bis er Papst wurde 1978, wie viel meinen Sie, dass da Seligsprechungen vorgenommen wurden? Wer hat da eine kleine... Wie viele Seligsprechungen? Ich würde sagen 1537, da wurde es eigentlich so, von da aus war dieses Reglement, wie wir es jetzt beschrieben haben, mit den Prozessen und so weiter, bis 1978. Man kann sagen, also 450 Jahre praktisch. Wie viele Seligsprechungen? Keine 50. Also wenn man schon weiß, dass zum Beispiel ganze Gruppen von Märtyrern zusammen selig gesprochen wurden. Abgesehen von den Gruppen. Unter 500. Ich habe sie. Ja? Also, Bruder Markus 1000 und Herr Reinicke auch 1000. Und dann gehen wir zu den Heiligsprechungen. Wie viel meinen Sie da? 200 ist gar nicht so schlecht. Ne? Also, wo habe ich jetzt die genauen Zahlen? Ich hatte sie aufgeschrieben. Ja, also von diesem Zeitraum, den ich zuerst genannt habe, wurden 808 Seligsprechungen, Diener Gottes selig gesprochen, vielmal in einer großen Zeremonie, eben viele Märtyrer zusammen, und 296 Heilige zu der Ehre der Altäre erhoben. Unter Johannes Paul II., wer will da eine Schätzung abgeben, wie viele Selige? 2000. 1353 Selige und 482 Heilige. Da hat ein Papst allein, ich war weit mehr Selige und Heilige gesprochen als alle seine Vorgänger, ich war frisch in den 450 Jahren zuvor. Da sieht man, das ist. Johannes Paul II. War sich bewusst, dass er da viel gemacht hat in dem Kapitel. Und er hat es aber auf den Zweiten Vatikanischen Konzil zurückgeführt, dass ihm sagt, nicht wahr, die ganze Welt ist zur Heiligkeit berufen. Und deswegen meinte er, wir müssen in der ganzen Welt Heilige sprechen, aus allen Ständen, aus allen Nationen und so weiter. Gut. Aber das diskreditiert natürlich das ganze Verfahren und da fragt man sich vielmal, ja,
Das ist nur seriös. Jetzt noch ein Wort eben zu Heiligsprechung und Papst Josef X. Ja, wir haben also gesagt, dass 1923 die Diözesan-Informativprozesse begannen. Ja, das hat dann eine ganze Zeit lang gedauert. Mal schauen, ob ich das Blatt jetzt habe. Da. In Rom bis 1931, in Treviso bis 1926. Also sehen Sie mal, die Mühlen haben früher sehr langsam gemalt in Rom. Und in dieser Zeit fallen zwei wichtige Ereignisse. Das 100. Geburtstag des Papstes Pius X., 2. Juni 1935, das ganz groß in der katholischen Welt gefeiert wird, obwohl er noch nicht selig gesprochen ist. Und dann auch der 25. Jahrestag seines Todes. Der Seligsprechungsprozess beginnt im Krieg 1943. Gleichzeitig, also der apostolische Prozess dann, gleichzeitig in Venedig 44 bis 46 und in Treviso 44 bis 46 auch. Dieser Prozess findet seinen Abschluss mit der Erklärung des heroischen Tugendgrades am 3. September, ist auch sein Festtag geworden, 1950. Die sterbliche Hülle des Papstes wurde 1944, am 19. Mai, also in den schrecklichsten Jahren des letzten Weltkrieges, erhoben und er ist wunderschön konserviert. Nicht wie der Leichnam der heiligen Bernadette, da meint man gerade, nicht wahr, sie schläft nur. Also die ganzen Gesichtszüge sind etwas eingefallen, aber alles ist noch intakt. Das Haar hat seine volle Pracht, die Nägel und so weiter, sehr feingliedrige Hände, so wird es beschrieben. Man war sehr erstaunt, als man vor diesem Leichnam stand, nicht wahr, der unberührt blieb nach dem Tod, wie ich gesagt hatte. Keine Einbalsamierung oder dergleichen. Er wird auch, man kann ihn auch verehren, eben in Rom, in den Petersdom. Sie kennen sich, wir werden irgendwann mal auch Bilder sehen darüber. Dann hat es die Wunder, die anerkannt wurden zu der Seligsprechung, sind jeweils Krebs. Leiden, die augenblicklich verschwunden sind. Das erste war eine französische Schwester aus dem Heilsungskloster von Dole, Marie-Françoise Depera, die sterbenskrank da lag, Knochen, also Karzinom oder was, oder? Wir haben einen Apotheker, der wüsste das besser. Aber. Knochenkrebs. Ja, Knochenkrebs und im letzten Stadium, also die Hüfte und so weiter, war schon. Sie sollte sterben und wird augenblicklich durch eine Reliquie des Papstes, die man ihr bringt, geheilt. Dasselbe geschieht in einem anderen Kloster, bei den Clarissen in Cuneo in Italien, wo eine Schwester, noch ziemlich jung, ein Krebsgeschwür hat, die zum Tod führt, weil die Ärzte können nichts mehr machen im Unterleib. Und man bringt ihr eines Tages eine Stoffreliquie eines Kleides des Papstes, Pius X. Und was macht die Schwester? Sie nimmt das und verschluckt es. Das ist zum Verschensetzen des Überbringens, aber es war weg. Aber damit war auch der Tumor weg. Der Tumor war, so beschreiben es die Ärzte, so groß wie eine große Orange. Ja, also war augenblicklich geheilt. Sie steht auf von ihrem Bett, was sie schon lange nicht mehr tun konnte, geht in die Kapelle, nimmt dort ihren gewöhnlichen Platz zum großen Erstaunen aller Schwestern der Gemeinschaft. Das sind also ganz klare augenblickliche Wunder, die die Ärzte auch anerkannt haben. Ganz im Gegensatz zu dem Wunder, was man herangeführt hat,
zu Seligsprechung Johannes Paul II. Sie wissen vielleicht, dass in der ersten Instanz man dieses Wunder wieder verworfen hat. Man hat gesagt, nee, das ist nicht seriös, nicht weil es stimmt, nicht der wissenschaftlichen Untersuchung stand. Und dass kein anderer sich einstellt, hat man es wieder aufgenommen, ein paar Monate drauf. Also das ist mehr so eine psychologische Sache. Damit hat sich die Kirche früher nicht zufrieden gegeben. Die wollte Tatsachen, greifbare Tatsachen. Und so wird Pius X. An seinem Tauftag, den 3. Juni 1951, von Papst Johannes XII. Selig gesprochen. Und nur drei Jahre drauf, am 29. Mai 1954, heilig gesprochen. Nur ein kurzer Bericht über die Wunder, die zur Heiligsprechung anerkannt wurden. Das sind auch erstaunliche Begebenheiten. Diesmal ein Mann, der auch sterbenskrank da lag und Pius X. Anrief. Und nachts besucht ihn Pius X. Er kommt, setzt sich an sein Bett, nicht wahr, und sagt ihm, mach dir keine Sorgen, hab Vertrauen, du wirst gesund. Am Morgen war er geheilt. Bei dem zweiten Wunder dasselbe. Eine Schwester, die sieht den Papst hier kommen, und er sagt ihr, nicht wahr, du wirst gesund. Also erstaunliche Dinge, nicht wahr, die da auf die Fürsprache dieses Papstes geschehen sind, der selbst also nach seinem Tod diesem Kranken erschienen ist. Es war aber unter der Ankündigung dieses Vortrages auch ein kleiner Hinweis, dass dieser Seligsprechungsprozess, obwohl wir halt da mit einem ganz großartigen Heiligen zu tun haben, nicht reibungslos vor sich ging. Warum? Weil es waren viele, die da ein Groll hegten gegen diesen Papst. Das waren die Modernisten. Ja, genau, die Modernisten. Und sie haben sich natürlich dann laut zu Wort gemeldet. Das will nicht heißen, dass jene, die sich zu Wort gemeldet haben, alle Modernisten waren, aber es war natürlich ein Versuch, das zu verhindern. Und deswegen sagt man auch, hätte Pius XII. Den Seligsprechungsprozess auch ziemlich schnell vorangetrieben und danach auch der Heiligsprechungsprozess, um dieser Polemik und ein Ende zu setzen. Und zwar blieb in dieser ganzen Debatte, das ist sehr interessant, blieben die Prinzipien, die Grundsätze, auf denen Pius X. sich gestützt hatte, um feierlich den Modernismus zu verurteilen und aus der Kirche rauszuweisen und so weiter, das blieb unberührt. Da konnte keiner sagen, ja, da hat er geirrt oder was, das gegen die Klugheit, der Modernismus kann man ja auch katholisch verstehen. Nein, überhaupt nicht. Es ging nur um die Anwendung der Mittel zur Ausrottung, und darauf war der Papst wirklich, es war sein Anliegen, des Modernismus in der Kirche. Er hatte ihn erkannt als eine große schleichende Gefahr, als eine Häresie, die nicht ihr Gesicht zeigt, sondern eine Maske trägt. Und er wusste, das ist viel gefährlicher als ein Arius oder ein Luther, der ganz offen seine Irrtümer verlautet. Nein. Und man hat ihn dann vorgeworfen, nicht wahr, das ist nicht nur die Arbeit eben des Advocatus Diaboli im Prozess, das heißt der Stellvertreter des Teufels, der praktisch alles Negative hervorholt, was sie in ihrem Leben gemacht haben, sondern auch, da kann sich jeder melden und sagen, hallo, ich habe da was. Also wir haben uns bei dem Seligsprechungsprozess, wir, die Bruderschaft, natürlich sehen, Johannes XXIII und Johannes Paul II. Auch gemeldet, aber wurde nicht berücksichtigt. Keine Antwort. Gut. Oder weniger gut, wie man es nennt. Das ist immer sehr interessant, nicht wahr, in diesen Seligsprechungsprozessen zu lesen, was die Gegner vorbringen. Bei der heiligen Bernadette ist es einfach köstlich. Weil sie war ein ganz einfaches Mädchen, hat ihre Meinung immer ganz offen gesagt, nicht wahr, ohne
Und da steht zum Beispiel eine köstliche Geschichte. Sie lag also sehr schwer krank, Knochentuberkulose und so weiter im Bett. Es war Frühling und sie wusste, eine Etage tiefer im Garten ist ein schöner Beet mit Erdbeeren. Und sie mochte Erdbeeren. Und dann hat sie ihr Pantoffel genommen, aus dem Fenster rausgeschmissen. Und als die Krankenschwester kam, sie sagt, meine Pantoffel ist aus dem Fenster gefallen, können Sie bitte holen? Und bitte füllen Sie sie doch mit Erdbeeren. Und das hat der Advocatus Diaboli dann ganz nicht mehr feierlich in Rom gegen die Heiligsprechung der Bernadette hervorgehoben. Gut. Aber beim Pius X. waren es viel fiesere und bösere Sachen. Man sagte dann, nicht wahr, er hätte nicht nur gegen die Klugheit in der Anwendung der Mittel gegen den Modernismus gefehlt, sondern auch in der Liebe und der Gerechtigkeit. Und die Liebe ist wirklich ein Mann, der die Nächstenliebe bis zum Äußeren geübt hatte. Und zwar in drei wichtigen Sachen, dass er sein volles Vertrauen, so sagte man, nicht wahr, in gewisse Gruppen, die scharf darauf waren und militant waren gegen den Modernismus, setzte, ganz besonders in den Zeitungen der La Ricossa, so eine römische Zeitung, die von drei Priesterbrüdern geführt wurde und die sehr, also ziemlich polemisch war gegen den Modernismus. Und die Unità Cattolica di Firenze, das war auch eine sehr, man sagte damals auch, integristische Zeitung. Dann seine Feindlichkeit gegen die sogenannte liberale Presse. Es gab damals, also besonders in Italien, aber in Frankreich und so, auch schon eine sogenannte katholische liberale Presse, die er sehr abgeschnitten hat. Er wollte nichts wissen davon. Und obwohl die immer wieder versuchten, seinen Segen zu bekommen und so weiter, hat er sie immer mit Kälte behandelt. Gut. Dann fielen durch, also gewisse Dinge, Personen in Misskredit. Und man sagte eben, nur durch Vermutungen und so, was auch zu Unstimmigkeit in der Kirche führten, weil man nur vermutete, ja, das könnte ein Modernist sein, und dann wurde der kaltgestellt oder entfernt und so weiter. Gut, man hätte da überreagiert. Und endlich, vielleicht die Hauptsache, das Sodalitium Pianum. Und zwar wurde das mit dem Segen Pius X. ein Sodalitium, also Vereinigung, hervorgerufen. Monsignor Benigni war praktisch der Leitende. Und die hatte als Auftrag, eben praktisch, wie sagt man dieses Instrument, das der Arzt hat, um abzuhorchen? Ja, ein Stethoskop. Ja, zu sein, um praktisch die katholische Welt, die karlsruhe Welt abzuhören, wie es in Diözesen ging, was in den Seminaren passiert, um eben vorzubeugen oder eben auch zu handeln, wenn in gewissen Seminarien eben Rektoren oder solche Leute waren, die Modernisten waren. Es war eine Geheimgesellschaft. Sie wurde vielmehr von ihren Feinden als die schwarze Freimaurerei bezeichnet und so weiter. Das Sodalitium Pianum, die Leute, die darin waren, also man wusste nicht, wer darin war, Rom wusste es aber, und es war wirklich also gut. Und das waren natürlich schwerwiegende Einwände gegen Pius X., dass er das Sodalitium Pianum unterstützt hätte und dass das eben nicht ginge, so eine Geheimgesellschaft in der Kirche, das geht absolut nicht und bla bla. Nur ein Ding muss sein, dass es damals eben brodelte. Du weißt vielleicht, dass der Erzbischof
Lefebvre seine Studien in Rom gemacht hat. Und wie kam es dazu? Sein Vater, also im Ersten Weltkrieg, war, also die Deutschen haben da Tourcoing überrollt, nicht wahr? Und die Kampflinie war dann praktisch, also die waren besetzt von den Deutschen. Die Kampflinie war weiter in Frankreich drin. Und er hat dann praktisch für die Franzosen gearbeitet. Und als es brenzlig wurde, gefährlich, ist er durch England geflohen, um auf französische Seite wieder zu kommen, um dort wieder zu kämpfen. Und so hat er in Versailles einen Priester kennengelernt. Er war so praktisch 3-4 Jahre von seiner Familie völlig abgeschnitten. Der Vater vom Erzbischof. Diese Zeit hat die Mutter selbst die Textilfabrik und so weiter geführt. Und da hat er einen Priester kennengelernt, mit dem er sich angefreundet hat. Und er hat ihm erzählt, ja, mein ältester Sohn, der René, will ins Seminar. Und dann schaut ihn dieser Priester an und hat ihm gesagt, passen Sie auf, schicken Sie ja nicht Ihr Sohn nach Lille ins Seminar, Diözesan-Seminar. Der Rektor dort ist ein Modernist. Ich habe viele Beziehungen in Rom, ich werde mich darum kümmern, dass Ihr Sohn in Rom bei den Heiligen Geistfeldern studieren kann. Und so kamen also beide nach Rom, ohne dass, also es war die Vorsehung praktisch, die das so angeordnet hatte. Dieser Rektor wurde Bischof, wurde Kardinal, wurde einer der wichtigsten Männer auf dem Konzil. Also nur um zu sagen, das ist die Zeit, nicht wahr? Und das sagt ein Priester, passen Sie auf, schicken Sie nicht in diese Seminarsohn. Also man sieht, es war schon ein großes Handlungsbedürfnis hier. Da hat die Vorsehung unheimlich geholfen, denn, also als die praktisch der Postulator sich konfrontiert sah mit diesen Anklagen, ist das also zu der historischen Abteilung gegangen, die den Prozess informiert. Man muss das untersuchen. Und zum Glück hatten also die Kardinäle, die Sekretäre, Pius X. unheimlich gute Arbeit geleistet in diesem Pontifikat. Alles rezensiert und man hat eben entdeckt, einen ganzen Bündel von Schriften, die genau diese Dinge angehen, in den Akten des Papstes, mit sogar einem Vermerk von Kardinal Rossi zusammengestellt, einen großen Vermerk drauf, Pius X. und der Modernismus. Da waren der ganze Schriftwechsel des Papstes, seine ganze Intervenierung und so, und das hat dann ein großes Licht auf diese ganze Dinge geworfen und seine Feinde zum Schweigen gebracht. Man sah, dass seine Befürchtungen nicht unbegründet waren, ganz im Gegenteil, weil seine Feinde kannten diese ganze Archive nicht. Und es ist ein Buch, das wunderbar dokumentiert, auf Französisch. Also das sind die Untersuchungen im Prozess der Seligsprechung und der Heiligsprechung des X. über im Kampf gegen Modernismus. Da sind alle Dokumente angeführt, eine Rezension und eine Zusammenfassung gemacht von diesen Dokumenten. Man sieht also hier, dass der X. unheimlich weise gearbeitet hat. Zwei Kardinäle, italienische Kardinäle, fallen da hier ganz emblematisch auf. Das ist der Kardinal von Mailand, also nicht von Monster, Ferrari heißt er, und der Kardinal Maffi, die also von eben dieser integristischen Zeitung, in Anführungszeichen, angegriffen werden, zur Lebzeit Pius X. als Modernisten. Und zwar in Mailand gibt es im Seminar, besonders brodelt es, als Pius X. den Antimodernisten-Eid einführt, weigern sich einige junge Priester dort, diesen Eid abzulegen,
Und dann natürlich geriet der Kardinal, der Bischof, dieser Priester, in Verruf und man attackiert ihn. Die Briefe, das ganze Briefwechsel Joseph Sink mit diesem Kardinal ist absolut erstaunlich, was für eine väterliche Milde er zeigt, nicht nur zu diesem Kardinal, und aber ihn auch ganz fest bittet, er solle doch klug handeln und nicht den Anlass geben, nicht wahr, dass solche Dinge da verbreitet werden und so weiter. Es war ein sehr gutmütiger, sehr liebevoller, sehr frommer Kardinal, aber er hatte nicht die Festigkeit wahrscheinlich, nicht wahr, dann richtig zu reagieren. Und diese Schriften sind dann wirklich die Schriften eines Heiligen. Auch Kardinal Maffei wurde verunglimpft, vielleicht zu Recht, weil er unterstützte sehr vehement liberale Zeitungen mit dem Ansinnen, ja, wir müssen in diese moderne Welt eindringen, nicht wahr? Wir müssen auch uns öffnen und so bla 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 bla. Joseph Sink schreibt einmal, sie öffnen wohl die Tür und der Wolf kommt rein und die Schafe gehen raus. Und so Sachen. Aber es ist sehr schön, es bleibt sehr höflich, sehr achtungsvoll, aber eben auch sehr fest. Und da gibt es also viele solche Begebenheiten, die zeigen, dass er auch hier richtig gehandelt hat. Eines Tages kommt ein Priester aus Flandern zu ihm, Audienz, er kannte ihn und der Pius X. fragt ihn sofort, nicht wahr, haben Sie gesehen, wer jetzt gerade rausgegangen ist? Nicht wahr, ja, ich bin ganz überrascht, das war der Pater so und so, bekannt als Modernist, nicht wahr, als Bestreiter des Modernismus. Und da sagt ihm Pius X., wissen Sie, ich habe ihn gerne empfangen, aber ich habe ihm auch gesagt, er ist ein böser Bub. ja. Ich war, er dient nicht der Sache Christi, sondern dient er ab und er soll es dann sein Gewissen erforschen. Also man sieht da eine große Väterlichkeit, die nicht verletzend ist und die versucht aufzurichten und trotzdem eine große Festigkeit. Gut. Ich will die Zeit nicht überschreiten. Ja. Sind noch Fragen? Ich würde sagen, der Papst könnte dispensieren von einem Wunder bei Ordensgründer. Meinen Sie jetzt von zwei, von einem dispensieren oder ganz allgemein? Ja, ich glaube, beim Heiligsprechungsprozess von einem, glaube ich, sowas. Also früher war das so. Also man hat dann auch dispensieren können. Beim Märtyrer hat man das öfters gemacht. Nicht wahr, dass man nicht. Weil wo erstens ist es ein großer Aufwand, immer alles zu untersuchen und so weiter. Ja, wenn es klar war, dass jemand für den Glauben gestorben war, eine Maria Goretti oder was ich nicht weiß, also dann hat man vielleicht dispensiert von gewissen Sachen. Und zur Heiligkeit sind dann zwei neue Wunder erforderlich? Oder? Früher, heute nur noch ein. Einen für die Seelsprechung, einen für die Heiligsprechung. Würde ich irgendwas sagen, dann wären bei der Heiligkeit, werden die alten genauer untersucht? Ja, also der alte Prozess wird nochmal bestätigt, dass die Akten in Ordnung sind und so weiter, aber die Wunder müssen neu dazukommen. Und zwar jetzt bei Pius X. sind es wirklich neue Wunder, die nach der Seligsprechung geschehen sind. Also unmittelbar nach der Seligsprechung. Man kann vielleicht sich überraschen lassen, was jetzt kommt bei Johannes Paul II., ich weiß es nicht. Aber das Erste ist, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, das Erste, das ist ein bisschen so sehr komisch. Also sowas Patentes, das war ein Krebsgefühl, das verschwindet, oder ein todkranken Krebsleidender, der wieder aufsteht, und solche Sachen, das ist irgendwo rezensiert. Aber es ist sehr schön zu sehen, auch dieser Heilige als Wundertäter. Ich glaube, das ist eine Sache, die uns gar nicht bewusst ist, nicht wahr? Und das hat eben die Verehrung im Volk nahtlos, nicht wahr, fortsetzen lassen.
Er war sehr beliebt zu Lebzeiten, genauso beliebt nach seinem Tod. Ja, das ist die allgemeine Auffassung der Kirche. Und wenn Johannes Paul II. Kanonisiert wird, dann können wir noch, ist das unfehlbar, dann ist er wirklich ein Fehler. Das können wir vielleicht mal besprechen. Das können wir vielleicht in einigen Vortrag mal besprechen, diese neue Selig- und Heiligsprechung, was wir davon halten. Können wir eine Novene zum Johannes Paul II. Machen? Wir können mal das besprechen, wenn Sie möchten, in einem anderen Vortrag. Mit dem neuen Kodex, also nahe der Offenbarung des promulgationsneuen Kodex, wurde auch an den Seelsprechungs- und Heilsprechungsverfahren viel geändert. Und es ist die Frage, ob diese Änderungen, also jetzt rein juristisch gesehen, diese Unfehlbarkeit des Papstes, sie begünstigt sie auf keinen Fall. Also die Seligsprechungsprozesse wurden praktisch auf Diözesanebene verschoben. Es geschieht unter der Verantwortung des Bischofs und der Papst will das nur noch ratifizieren, sagen, okay, ich habe nichts dagegen. Fertig. Also man tritt zurück, hat wie so gesehen, an einer Handhabung, wie sie war, vor dem 12. Jahrhundert. Und also da sind Theologen, die sagen, ist da die Unfehlbarkeit des Papstes noch impliziert bei so einem Verfahren? Also da gibt es so Sachen, anwenden kann. Aber vielleicht können wir ein anderes Mal darüber sprechen. Franziskus könnte sagen, Johannes Paul II. Ist ein Heiliger, aber es ist nicht unfehlbar. Dann würde er uns viel helfen. Sagen Sie es mir. Persönlich glaube ich nicht, dass Johannes Paul II. Ein Heiliger ist, aber ich bin nicht Papst und ich bin nicht unfehlbar. Ja. Was hätte Nelson Mandela schon anfangen mit Heiligsprechung? Das ist ungefähr dasselbe. Nee, das ist nur in Deutschland heilig. Ach so. Ja, dann kommt die 2017. Ja, die Gründe sind, also es ist so, man sagt allgemein, einer neuen Kirche sprechen neue Heiligen. Ja? Und wenn Sie jetzt sehen, also ich habe auch Bewunderung für Mutter Teresa und ihre Schwestern, das sind einfach, die führen ein heroisches Leben, der Entbehrung und so weiter. Ich habe sie persönlich zum Beispiel in Damaskus kennengelernt, also es war beeindruckend. Ich habe sie mal besucht mit einem Bankier, also ein reicher, begüterter Katholik da in Damaskus. Und er hat gesagt, ich habe schon so oft, bin ich schon gekommen mit einer Waschmaschine. Die haben dort einen Hospiz für alte Menschen, die keiner mehr pflegen will. Wir haben es immer abgelehnt, wir waschen alles zur Hand. Ja. Also ein ganz strenges Leben der Entbehrung und des Opfers. Aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, dass Mutter Teresa niemals die Leute praktisch zur Taufe bereiten wollte direkt. Ja? Oder dass der Staat in Jemen ihr vorgeschlagen hat, eine Kirche zu bauen, hat sie es abgelehnt. Ja? Und solche Sachen, diese Heiligen sind humanistisch gesehen heroisch, aber haben sie wirklich auch im Glauben, diese Hoffnung heroisch geübt, das ist eine andere Sache so. Und das passt eben dieser Konzilskirche, die sich dem Menschen hinwendet und nicht mehr so sehr Gott.
War es nicht auch vor Konzilia so, dass mit einer Selig- oder Heilung, Heiligsprechung nicht grundsätzlich alles, was von der Person kam, geschrieben wurde oder sowas, dann grundsätzlich quasi mit allgemein abgesegnet wurde, sondern dass man dann einfach das getrennt hat, das persönliche Leben? Weil ich glaube, bei Augustinus oder sowas gibt es ja auch manche Sätze, wo man denkt, naja, also wird man sicher kirchlich auch heute so nicht mehr sehen oder theologisch oder sowas. Ja gut, es kann ist auf jeden Fall, in einem Leben gibt es immer Konversionen und so weiter. Ne? Also, ja genau, oder halt auch persönliche große Weiterentwicklungen und Frühwerke sind halt wahrscheinlich schon manche Fehler vielleicht drin manchmal, genau, die später dann nicht mehr sind. Aber das wird dann alles untersucht, wird einfach untersucht, warum die Person als heilig gelten kann. Wenn sie wegen das und jenes, wegen ihrer Lehre, wegen ihr Beispiel und so weiter. Und das muss ja da sein, sonst wird kein Seelsprechungsprozess angestrebt. Und es muss das da sein, was wirklich die Heiligkeit sichtbar macht. Gut. Ein anderes Mal. Ja, gerne. Wir können gerne einmal über Pius X. und den Modernismus, also seine Enzyklika Pascendi, sprechen und vielleicht auch einmal über die neuen Heiligen. Aber ich glaube, das bringt auch schon ein bisschen Licht da rein, was wir heute gesagt haben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und in aller Zeit und die Ewigkeit. Amen. Heiliger Papst, Pius X. Bitte für uns. Maria mit dem Kind Eli. Und zu allen deinen Segen.